Hallo zusammen. Das hier ist ein Teil von einem rausgeschnittenen Teil von einem Video, in dem ich gerade arbeite. Ja, das Skript ist schon ein klein bisschen länger als eigentlich gedacht und dieser Teil einfach nicht mehr reingepasst. Das heißt, ich packe ihn hier jetzt in ein eigenes kleines Video. Eben kurz für den Kontext, es geht darum, dass ich ein eigenes Setting schreibe momentan und bei der Nachforschung habe ich ein bisschen was zur Religion gefunden, weil ich halt auch die Religion innerhalb des Settings aufbauen muss. Und es gibt in diesem Setting kein Christentum oder ganz allgemein keinen Monotheismus, weil ich den von der spielerischen Seite aus relativ langweilig finde. Was es aber gibt, ist ein Heidentum oder besser gesagt ein Polytheismus nach dem Vorbild vom alten Ägypten, antiken Rom oder auch vom Shintoismus in Japan. Was im Grunde einfach bedeutet, es gibt ein offizielles Pantheon, also ein großes Pantheon, das überall von jedem angebetet wird. Und es gibt noch kleinere lokale Götter, die angebetet werden. Um euch mal ein Beispiel aus der echten Welt zu geben, Ra wurde in welcher Form auch immer in ganz Ägypten angebetet. Aber Gottheiten wie Iquitis und Schepsi wurden nur lokal angebetet oder von bestimmten Gruppen angebetet und sind darum relativ unbekannt. So unbekannt, dass ich weder Hieroglyphen noch ein Bildnis von denen finden kann, wenn ich von Ra so viel Shit finde, den ich nicht mal finden will. Why? Aber um wieder auf mein Setting zurückzukommen, es gibt im Grunde Chaos. Und zwar nicht im Sinne, dass meine Unterlagen quer verteilt sind durch den ganzen Raum, auch wenn das der Fall ist. Sondern in dem Sinne wie in 40k und Warhammer Fantasy. Es gibt Chaos als Konzept von wir denken etwas, darum existiert es. Das habe ich schon zig Videos gemacht, ihr werdet garantiert alles finden auf meinem Kanal. Dazu kommt, dass alles Fae ist. Also diese übernatürliche Welt besteht aus zwei Teilen, einmal dem Reich der Feen und dem Reich der Riesen. Dabei sind die Riesen mehr oder weniger in Stein gemeißelt, weil Riesen sind im Grunde die Urgeister. Sie stellen die ursprüngliche Natur dar und halt ursprüngliche Ängste und Gelüste, wie halt zum Beispiel Angst vor dem Tod, Blutrausch, Zorn und halt alle anderen Sachen, die man nicht wirklich ändern kann, egal wie zivilisiert man wird. Fae auf der anderen Seite sind vor allem für Kreativität, Fantasie, Träume und diesen ganzen anderen Bums zuständig. Das heißt, Fae sind zum einen deutlich zahlreicher, die meisten dieser Fae sind relativ schwach, zumindest im Vergleich zu den Riesen, und sie verkörpern eine größere Bandbreite von Sachen und verändern sich über die Zeit. Streng genommen sind alle Götter eigentlich Fae-Fürsten, die durch die Anbetung immer mächtiger und mächtiger wurden und irgendwann über den Fürstenstatus hinausgewachsen sind. So weit, dass sie im Grunde keine politische Macht mehr haben, weil sie über das Ganze hinauswachsen. Um ein Beispiel zu geben, bei Lehrer, die Sommermaid, ist der fucking Sommer. Sie hat keine Befehlsgewalt über Armeen oder über andere Fürsten, sonst irgendwas, weil sie das nicht braucht. Sie ist die lebende Verkörperung des Konzepts des Sommers. Niemand stellt sich gegen sie. Außer halt der Winter, aber das ist wie das ganze mythologische Dingsbums dahinter. Wichtig ist, sie ist kein Fae im eigentlichen Sinne mehr. Sie hat zwar immer noch ein paar von den Eigenschaften, die sie früher als Fae-Fürstin hatte. Aber die ganzen Sachen, die Fae normalerweise machen, also Streiche spielen, um irgendwelche Gefallen falschen oder sonst irgendeinen Scheiß, die fallen komplett weg. Einfach weil sie so unheimlich mächtig ist, dass ihr das alles egal ist. Das Ränkespiel der Fae, das ganze Politikzeug ist ihr vollkommen egal. Sie interessiert sich für ihre, Anführungsstrichen, göttliche Mission, was im Grunde heißt, eine Armee aufzubauen für den ewigen Kampf gegen den Winterfürsten. Einfach weil das der Maßstab ist, in dem sie denkt. Man kann sie zwar anbeten, wenn es ihrem Ziel hilft, also man gegen die Bestien des Winters kämpft oder irgendwas in der Art, aber im Großen und Ganzen ist sie von diesem ganzen Fae-Business relativ weit entfernt. Das gilt für die meisten Götter. Die meisten Götter denken entweder so umfangreich in so großen Bahnen oder so abstrakt, dass es nicht wirklich Sinn macht, sie mit normalen Fae zu vergleichen. Weil Fae relativ menschlich sind. Relativ verdrehte Menschen, aber sie sind für den menschlichen Verstand recht gut nachvollziehbar. Aber ich wollte eigentlich sagen, dass die Fae wandelbar sind zu einem gewissen Grad und somit auch die Götter zu einem gewissen Grad wandelbar sind. Denn die Fae verkörpern an was wir glauben, was wir fühlen, was wir träumen und das ändert sich je nach Kultur immer so ein bisschen. Und wenn die Götter im Grunde einfach nur super hohe Fae sind, verändert sich die Art, wie wir die Götter wahrnehmen und wie die Götter dargestellt werden und wie die Götter gesehen werden, auch die Götter selber mit der Zeit. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel aus der echten Welt. Fruchtbarkeitsgottheiten. Die haben angefangen einfach nur mit der Darstellung einer schwangeren Frau, dem, was man sofort sieht, wenn man an Fruchtbarkeit denkt. Das hat sich dann
irgendwann hochgesteigert und es kamen Elemente der Natur dazu, es kamen gewisse tierische Elemente mit dazu, Elemente aus der Landwirtschaft, sobald wir die hatten. Es kam in kultivierteren Gegenden noch die Idee dazu, was es ist, eine Mutter zu sein. Es kam irgendwelche mit Fruchtbarkeit oder mit Mütterschaft verbundene Symbole mit dazu, also zum Beispiel Milch oder Bienen oder irgendwas in der Art. Und halt teilweise auch Symbole für Glück und Reichtum. So ähnlich würde es sich mit den Göttern auch zutragen. Über Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende ändern sich ein paar kleine Aspekte der Götter. Das heißt nicht, dass Baylera auf einmal anfängt, die Göttin des Winters zu sein, sondern das bedeutet, dass Baylera zum Beispiel mit einer kleineren lokalen Gottheit zusammengesetzt wird, wie es zum Beispiel bei den Ägyptern häufig war. Es gab zig verschiedene Arten von Ra, weil Ra ständig mit irgendwelchen anderen Gottheiten kombiniert wurde. Ob es jetzt Amun, Shepre oder was auch immer war. Ra ist sogar die fucking Sphinx in irgendeiner Form. Von daher ist es nicht ungewöhnlich, dass höhere Gottheiten miteinander kombiniert werden oder niedrige Gottheiten mit höheren Gottheiten gleichgesetzt werden, irgendwas in der Art. Dazu kommt, dass sich die Art der Anbetung über die Jahrhunderte, Jahrtausende, blablabla verändern würde. Oder anders gesagt, die Gottheit der Fruchtbarkeit, die von den Höhlenmenschen angebetet wurde, wäre eine andere, die im Mittelalter angebetet werden würde. Und dementsprechend würde sich auch der Fae dahinter entweder wechseln, also ein anderer Fae würde angebetet werden und alte würde in Vergessenheit geraten. Es würde sich aufteilen, also ein Teil der Macht wird von einem Fae auf den anderen übertragen. Also zum Beispiel statt nur einer Urmutter, ein Urmutter und ein Urvater oder eine Urmutter für die Fruchtbarkeit des Fleisches, also für Menschen und Tiere und bla, und eine Art Farmgottheit für die Fruchtbarkeit von Pflanzen und für Landwirtschaft und irgendwas in der Art. Oder ganz eventuell würden solche Gottheiten auch einfach verschwinden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Wenn es ein Gott wäre, das extrem Spezielles gibt, wie zum Beispiel die Mammutjagd, braucht man den Gott nicht mehr, wenn es keine Mammuts mehr gibt. Von daher würden solche Gottheiten noch irgendwann verschwinden oder zumindest so stark geschwächt werden, dass sie an Relevanz verlieren in der Religion. Und das wäre ein klitzekleiner Exkurs dazu, was ich zwar ursprünglich mal aufgeschrieben und jetzt größtenteils aber frei im Maul nachgeplappert habe. Aber ich fand die Idee einigermaßen interessant und wollte es aber für mich selber auch mal festgelegt haben, weil sonst vergesse ich das wieder und plane was anderes und bla bla bla, ich kenne mich da. Und vielleicht ist es für euch auch so halbwegs interessant. Von daher, hoffentlich ist das Video nicht zu langweilig und ja, am langen Video arbeite ich noch.